Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Part von Freedom Fighters. Ja, im letzten Part haben wir den Hafen eingenommen, sprich das Lagerhaus. Und jetzt bleibt nur noch die Feuerwache. Feuerwehrwache. Die alte Wir müssen Feuerwache die einnehmen Brücke mit noch der sprengen. kritischen Verstärkung. Und jetzt habe ich nicht geguckt wegen den Ton. Naja, das muss ich dann mal gucken. Ja. Das kommt eben halt davon, wenn man einmal alles aufgebaut hat, dann, wenn man einmal was hier, was weiß ich, ein Part aufgenommen hat, dann kommt man, beziehungsweise ich, dann bin ich dann so in Aufnehmerlaune, weil vorher ist es immer so ein Ding hier, ich sag mir, ich nehme auf und dann immer so, schiebe ich es immer so ein paar Minuten oder so bisschen vor mich her und Los verletzte jetzt. Person Hey, heilen. Ja, wenn wir verletzte Personen heilen, egal ob sie Sie Sowjets sind sind oder genau nicht, zur richtigen dann Zeit kriegen wir gekommen. Charisma und das Ich weiß, bedeutet, wie dass wir wichtig dann das ist. hinterher mehr Leute mitnehmen können. So, ja, wenn ich da nämlich, wie gesagt, ich schiebe das immer vor mir hin und sobald ich das dann überwunden habe, dass ich dann sage, das Grinsen gefällt mir nicht, aber der Vorbau schon. Ja, und dann, wenn ich einmal anfange, dann kann ich auch manchmal sehr schwer aufhören. Deswegen ist es auch gut, dass die Dateien, die ich ja. Wo sind wir überhaupt gespawnt? Wenn ich da. Oh, Leute. Dass die Dateien nicht so groß sind, deswegen kann ich auch jede Menge aufnehmen. Und das ist sehr gut. Und ich versuche schon die Parts so zu. Dieser Länge zu machen, dass ich. Nicht gerade viel an, wie gesagt, durch mein schlechtes, sehr, sehr, sehr schlechtes Internet. Nicht. Ja, ey, Leute. So. Durch mein sehr schlechtes Internet bin ich eben halt gebunden, halt sehr lange dazu zu brauchen, um Videos hochzuladen. Also Viertelstunde sind bei mir schon manchmal 3 Stunden, wenn sogar etwas kürzer. Muss ich da, ich glaube, ich muss das unten anlegen, ne? Ja. Wir müssen jetzt nur sehen, wie wir runterkommen. Hier, oder? Raffst du dich da hoch? Jawohl. Wie man sehen kann, schützen sie da auch das hier unten. Natürlich selbstverständlich, wenn man die Brücke sprengen würde. Ist ja dann auch ein Weg abgeschnitten. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Cheater. Cheater. Hat ja man auch nichts gebracht. Alter, wo spawnt ihr denn? Und draußen fährt ein schnelles Auto vorbei. Ich habe, wie gesagt, mein Fenster angekippt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es hört. Wenn man es hört, dann tut es mir natürlich leid. Weil ich habe keinen Einfluss drauf, weil ich muss ja ein bisschen die kalte Luft reinlassen. Ansonsten, ja. Neu Los, gruppieren. Leute, mir Achtung. nach. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir hochkommen. Wir müssen. Hat's meinen Männer erwischt? Ah, oh, so viel Staub. Bah. Ruhig, Komm, steh wieder nur auf. atmen. Vielen Dank. Bitte fahr jetzt nicht runter. Und du gib mir deine Munition. Ich möchte auch nochmal ankündigen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Wünsche habt, was Let's Plays angeht, guckt auf meinen Kanal. Da habe ich nämlich ein oder beziehungsweise 2 Videos macht, guckt euch am besten das, wo ich nach Xbox und PS2-Titeln frage, was ihr unbedingt sehen wollt. Oh Leute, ich kann nicht jedes Mal zu euch kommen. Antreten. Endlich übernimmt mal jemand das Kommando. Geh voran. Anscheinend müssen wir doch wieder runter, oder? Nee. Mag das jetzt scheiße von mir sein, dass ich denen jetzt nicht helfe, aber naja, egal. Das sind ja eh nur virtuelle Kameraden. Nein, wenn ihr da irgendwie spezielle Wünsche habt, was ihr sehen wollt, was ich in der Liste habe, dann bitte schreibt mir doch einfach unter irgendein Video, also guckt euch das Video an und schreibt mir dann, was ihr unbedingt sehen wollt. Dann werde ich das natürlich auch berücksichtigen. Wenn natürlich ein Spiel mehr gefordert wird als irgendein anderes, dann werde ich natürlich da auch das dann Let's Playen, damit ich ganz einfach mal ein bisschen Kommentare von euch kriege und so. Wie gesagt, mehr wie anbieten kann ich es euch nicht. Und wenn ihr es nicht macht, dann ist es halt auch nicht meine Schuld. Also ich biete euch schon sehr viel an, mit auf den Kanal Einfluss zu nehmen.
Aber wenn ihr dann eben halt nicht möchtet oder so, weil ihr mich vielleicht, was weiß ich, zu blöd findet oder weil es sich halt immer so anhört, als hätte ich keine Lust, was aber nicht der Fall ist. Aber da kann ich es halt auch nicht ändern, so bin ich nun mal. Ja. Aber ich möchte auch jetzt nicht mehr auf das Thema rumreiten. Weg mit euch, ihr Sowjets! Können das wagen, in Amerika einzufallen. Jetzt, wo Donald Trump nämlich Präsident ist. Oh, da, den habe ich ganz übersehen. Wir haben voll, oder? Ne, eins konnte man mitnehmen. Gut. Es ist immer ratsam, nämlich mir die Packs bis zum Anschlag, bis zum Maximum, nämlich dabei zu haben. Weil hat man mal keine Medipacks, dann ist man am Arsch. Weil man auch nicht überall an jeder Ecke was findet im Laufe des Spiels. Weil es wird dann immer mal schwieriger, an Medipacks ranzukommen, wenn man keine mehr hat. So, damit sollten wir jetzt das Kapitel auch abgeschlossen haben. Hiss die Flagge! Ihr könnt euch gerne die Statistiken ansehen, aber die Statistiken interessieren mich nicht so richtig. Oh Mann, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Geh weg, Sonne. Guten Abend, hier ist Tatjana Kempinski im SAFN-Studio New York. Der Herbst steht vor der Tür, die Luft ist frisch, aber die Bürger New Yorks kümmert das nicht, dank der vielen sowjetischen Arbeiter, die in Überstunden die Kraftwerke reparieren, die wiederholt von den Rebellen beschädigt wurden. Für verantwortlich hält man das Freiheitsphantom, die mythische Person, die den Truppen ausweicht und etliche Angriffe auf wichtige Einrichtungen zu verantworten hat. Vorhin sagte Genosse General Tatarin dazu Folgendes. Was das Freiheitsphantom und seine wild gewordenen Anhänger nicht verstehen, ist, dass sie mit diesen Überfällen den Bürgern New Yorks nur schaden. Sie müssen damit aufhören, zum Wohl der Menschen. Wir können die Nahrungs- und Stromversorgung nicht garantieren, solange nicht für die Sicherheit der Arbeiter und Arbeiterinnen der Administration gesorgt worden ist. Genosse Tatarin, Oberst Bulba sagt, die Situation gerate nur dann unter Kontrolle, wenn man das Phantom findet und eliminiert. Und wenn das nicht bald geschieht, werde man harte Maßnahmen gegen alle Kollaborateure und Tathelfer ergreifen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wir hoffen, die Sache auf eine zivilisierte Art ohne weitere Verluste zu klären. Wir sind hier, um Sicherheit zu schaffen, nicht zu zerstören. Keine weiteren Fragen, bitte. Spasiba. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Wir sind hier, um Friede zu schaffen und nicht zu zerstören. Hat das Hitler nicht auch mal gesagt? Und dennoch hat er nämlich große Teil Europas einfach zerstört. Welche Armleuchter, ey, diese Sowjets. Wenn sie nicht so irgendwie machtbesessen wären, könnte man das System ja beibehalten, muss man sagen. Also das ist ja immer Ansichtssache. Aber die sind ja wirklich darauf aus, nämlich militärisch die Weltherrschaft an sich zu ringen. Jedenfalls hier in dem Spiel. Ich weiß es ja nicht. Ich habe mich mit dem Kommunismus nicht wirklich auseinandergesetzt, muss ich sagen. Weil ich einfach zu faul bin, irgendwie zu googeln oder so. Es liegt ja alles im Auge des Betrachters. Also wir Menschen sehen ja alles unterschiedlich an. Jetzt sind wir in Manhattan. Naja, ich denke, ein Ding schaffen wir vielleicht noch. Mal gucken, was wir machen. Oh, man sieht, unsere Ausrüstung hat sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt eine dicke Jacke. Scheinbar scheint ein anderer Monat angebrochen zu sein. Ah, jetzt haben wir unsere AK hier. Und wir haben Maschinenpistolen. Aber wie gesagt, Leute, es gibt Missionen noch im Laufe des Spiels, wo wir nämlich gezwungen sind, Waffen zu wechseln. Aber solange wir jetzt noch irgendwie den ganzen Kram hier
Also den gesamten Kram hier noch in der Rebellenbasis haben, werde ich auf die AK schwören, da wir damit einfach mehr Munition finden als mit der Maschinenpistole. Schrotflinte geht noch, aber damit kann man ja von Weitem niemanden abknallen. Wir haben auch unsere alles voll, sogar Fernglas, damit können wir die Gegner schlagen. Manchmal frage ich mich, woher Mr. Jones bloß all diese Informationen bekommt. Keine Ahnung. Er hat mit Sicherheit seine Kontakte. Ohne ihn könnten wir einpacken. Was hat er vor dem Krieg gemacht? Hat vielleicht an der Wall Street gearbeitet. Ich glaube, er und Chris kennen sich schon länger. Oh, da bist du ja. Hast gute Arbeit mit dem sowjetischen Stützpunkt geleistet. Sehr einfallsreich. Wir haben sie dieses Mal richtig aufgeschreckt. Denn sie haben jede Menge Verstärkung aufgestellt. Wir müssen anfangen, nachts zu operieren, also halte dich im Schatten auf und geh ihren Scheinwerfern aus dem Weg. Es gibt hier drei Bereiche, die wirklich wichtig sind. Die Sowjets laden BTRs am Hafen aus. Das wird unser erstes Ziel. Das nächste ist das Kraftwerk. Einige unserer Kämpfer versuchten gestern Nacht, es zu übernehmen, wurden aber gefasst. Sie werden irgendwo in der Nähe festgehalten. Das letzte Ziel ist das Kino. Wir wissen nur wenig darüber, aber eine Menge Truppen gehen in diesem Gebiet ein und aus, sodass wir handeln müssen. Das wird sicher eine schwierige Aufgabe. Aber wir wissen, du schaffst es. Okay, da gucken wir jetzt mal rein. Okay, das Kino sollte das letzte sein, sagte sie. Okay, Kraftwerk, Stromversorgung unterbrechen und das Kraftwerk allgemein einnehmen. Okay, hier sind zwei Brücken zu zerstören und ein Gefangenenlager. Da weiß ich aber wiederum, dass wir ins Gefangenenlager, glaube ich, nicht reinkommen, solange das Kraftwerk steht. Deswegen werde ich sagen, machen wir erst das Kraftwerk, weil das werden wir jetzt noch schaffen. Also ja, das haue ich jetzt noch in den Part mit rein. Ja, man sieht, es scheint irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Herbst zu sein oder so, viel Regen. Oh, wo ich das damals, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe in den ersten Parts. Jedenfalls habe ich damals, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, nur mit Cheats gespielt. Das war damals auch so ein Ding von mir, immer nur mit Cheats spielen, jedes, so gut wie jedes Spiel. Und ja, ihr kommt mit. Angriff. Und ja, ich habe damals wirklich permanent fast jedes Spiel mit Cheats gespielt. Und ja, das war damals schon eine Erleichterung, aber es war nicht so lustig. Also ich muss sagen, nämlich ohne Cheats spielen spielt sich nur immer noch am besten. Also ist ja auch Ansichtssache. Also es gibt immer noch Leute, die... Also ich muss aber auch sagen... Oh, hier können wir die Verletzten heilen. Wenn wir jetzt keine so viele Truppen bei uns hätten, würden die uns jetzt folgen, weil die sind uns jetzt freundlich gesonnen. Ah, ah. Aber hier können wir schnell speichern machen. Das mache ich mal. Wir sind zwar nicht weit gekommen, aber trotzdem. Ich habe auch nie gedacht, dass man nämlich irgendwie KDA die Möglichkeit hat, nämlich ohne Cheats durchzuspielen. Ich gucke mir ja im Moment nämlich auch ein Let's Play zu San Andreas an. Derjenige macht es auch 100%. Das ist auch sehr schön. Also er zeigt auch wirklich alles, was man für 100% braucht. Und ja, also das finde ich sehr gut. Das will ich einfach nur mal erwähnt haben. Komm, schnell speichern zu Ende. Es dauert immer lange, dieses Speichern, weil ich ganz einfach die 64 MB, achso, hier geht's nicht weiter. 64 MB, nämlich Speicherkarte, nutze. Deswegen dauert das immer lange, bis der nämlich irgendwann mal. Oh, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Weg. Kusch. Also die Leute, die dieses Spiel hier, hier kommen wir auch nicht weiter. Bin ich irgendwie blöd oder so? Wir müssen doch da irgendwie rüberkommen, also. Oder habe ich den Weg eben nicht gesehen, dass wir von da hinten irgendwie über die Mauer springen können? Gucken einfach nochmal.
Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Fuck. Ja, hier kommen wir hoch, oder? Ja. Oh, Alter, Chris. Du sollst hochspringen und nicht irgendwie blöd durch die Welt gackern. Keine Ahnung. Tut mir leid, Leute, dass ich andauernd vergessen tue, was ich sage oder so. Oder sagen wollte, etc. Aber so bin ich nun mal. Ich habe auch wirklich richtig Bock Naruto. Ach, Naruto. Oh, Leute. Ja. Yu-Gi-Oh! Zu zocken. Aber wie gesagt, erstmal Freedom Fighters und dann mal sehen, was kommt. Also, ich weiß noch nicht mal, ob morgen noch Alex vorbeikommt. Weil gesagt hat das eigentlich. Und wenn nicht, dann wie gesagt, die Ferien sind noch genug Zeit. Ansonsten werde ich nämlich X-Men halt alleine durchzocken. Und das steht. Das steht auch fest. Also. Da will ich auch nicht irgendwie jetzt von jemandem hören. Oh, kannst du auch noch so lange warten? Wie gesagt, desto länger sich es aufschiebt. Ich weiß nicht, was nach den Ferien ist, weil denn nämlich der Alex geht nämlich nach Erfurt zu seiner Ausbildung. Und da ist er nämlich froh, wenn er Wochenende daheim ist. Also der muss auch hin und her pendeln. Das hat er mir schon gesagt. Wo ist hier der Gulli? Ah, hier. Nochmal schnell speichern. Ja, und da weiß ich halt nicht, weil, wie gesagt, bei Philipp, der hat zwar unter den Parts was geschrieben, obwohl ich ihn eigentlich gesagt habe, er kann ruhig mitmachen, aber wie gesagt, wer nicht kommt, ich laufe auf keinen hinterher. Das soll jetzt keine Kritik an Philipp sein oder so, wenn du das hier sehen tust, weil es ist, wie ich gesagt habe, ich laufe niemanden hinterher. Wer Interesse hat, von meinen Freunden nämlich Let's Plays mitzumachen, der muss auch zu einem kommen. Weil ich kann die Spiele auch alleine durchspielen, so ist es auch nicht. Aber ich denke, auf Alex ist Verlass. Also wenn der kommt, dann ist ja genug frei und ein Speicher. Und wenn dann nämlich noch es nicht so warm ist, dann nehmen wir auch übelst viel auf. Halleluja, nein! Oh, verfickte Scheiße, ey. Schnellladen. Gott sei Dank haben wir gespeichert. Die haben das aber ganz gut gesichert. Aber da war eben ja der Junge. Mal sehen, vielleicht hat er ja einen anderen Weg. Oh Leute, Wasser mit Geschmack, das Beste. Ach ja, ich glaube, wir können hier oben rein. Es gibt keinen Weg, dieses Ganze in die Luft zu jagen. Die Stromleitungen zu zerstören. Ui, toll, hier zerstören. Wir gucken einfach mal hier rein. Vielleicht können wir ja hier über irgendwie hinein. Was macht ein Sowjet hier? Oh, der hat ein Scharfschützengewehr. Bringt uns aber nichts, weil wir müssen mobil sein und stehen nicht irgendwo rum. Aber erstmal plätten wir die gesamten Einheiten da. Haha, Überraschung. Wir sind Guerilla. Wir verwenden Guerilla-Taktiken. Hack dich nicht so, Chris. Ach so. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Mann. Die Leute, die ja Hitman nämlich gemacht haben, sind ja die gleichen Macher wie von diesem Spiel hier. Also ich würde mich übelst über ein Remake dieses Spiel hier freuen. Also man kann ja sehr viel... Moment, ich will ja niemanden hier irgendwie... Ihr wartet hier. Also ich würde mich drüber freuen. Oder ein Nachfolger zumindest. Weil das Ende hat ja auch so... Es ist ein richtiges offenes Ende. Also man kann dann noch sehr viel nämlich interpretieren. Und deswegen... Leute, die dieses Spiel gemacht haben, wenn ihr das seht... Ich möchte auf jeden Fall entweder ein Remake oder zumindest einen zweiten Teil. Wo fährst du lang? Andere Richtung, andere Spur. Okay, wir müssen da lang. Natürlich hätten wir erst die Brücken zerstören können.
aber wir müssen erstmal auf die andere Fahrbahn. Jetzt hier ist alles zu. Oh, ich, ach so, da hinten sind sie. Natürlich nochmal zu denen, dass Leute sich melden sollten, wegen wenn sie bestimmte Let's Plays sehen wollen. Muss ich sowieso die Liste nochmal aktualisieren, weil ich habe ja mit meinem Abschluss, habe ich ja schließlich, durfte ich mir ein paar Spiele bestellen. Und da muss ich halt die Liste nochmal aktualisieren, um nämlich ganz einfach die Spiele noch mit rein zu tun. Wenn ich natürlich irgendwann mal eine Kamera habe, werde ich oder zumindest ein besseres Handy, wo ich dann nämlich die Videos aufnehmen kann, so Vlogs mäßig oder so, dann werde ich natürlich dann werde ich natürlich auch meine Spiele mal in die Kamera halten und da könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, wenn natürlich die das Interesse daran besteht. Dann, wie gesagt, haut's ruhig in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, solange er sachlich ist und nicht, ey, du Hurensohn, ey, du scheiße Junge. Sowas möchte ich natürlich nicht lesen. Also, ich komme euch schon mit respektvoll entgegen. Da freue ich das natürlich auch, dass ihr das von mir genauso macht. Wir haben es bald geschafft, Leute. Oh, oh. Da gehen wir mal außen rum. Ist ja nicht so wie in COD, dass die sich dahinter verstecken. Wo Prüfung war, war ich auch kurz davor noch COD irgendein Teil anzufangen und den durchzuspielen. Aber Gott sei Dank habe ich es gelassen, weil das wäre noch ein Let's Play, was noch nicht zu Ende wäre. Obwohl es eigentlich auch sehr schnell vorbei ist. So, jetzt müssen wir hier mal nach den Eingang gucken. Ne, da hinten, oder? Gucken wir einfach mal, bevor ich jetzt hier... Ach, da scheint's reinzugehen. Na, hat keiner abgeladen. Ja, hier geht's rein. So. Raketenwerfer brauchen wir ebenso nicht. Wie gesagt, ist wie ein Scharfschützengewehr. Stehen bleiben und feuern. Ich habe es auch nie verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen weiß ich auch großartig nicht, bei manchen Waffen, wie es dazu vonstatten geht. So. Ach so, ich bin ja drinnen, deswegen kann ich ja nicht gucken. Da. Ne, ist nur Licht. Oh, Moment. Meine Nase. Oh. So, weiter geht's. Wenn wir die Flagge gehisst haben, ist natürlich der Part erstmal vorbei. Und wir sollten dann auch irgendwann die... Ach, es ist ja, glaube ich, schon gleich im nächsten Part. Da greifen wir ja den Hafen an. Da können wir ja die Gefangenen retten. Wie gesagt, wenn man es nicht weiß, dann geht man natürlich erstmal zu den Gefangenen hin. Und so, aber dann kann man halt es nicht öffnen, weil der Strom eben halt noch aktiv ist. Solange der Strom aktiv ist, weil das unter Strom gesetzt ist, das Gatter. Deswegen... erst das Kraftwerk machen. Gerade wenn nämlich ein zweiter Teil kommen würde und man würde das erstmal so beibehalten, dass man könnte dann zum Beispiel auch solche Stealth-Einlagen mit einbauen, wenn zum Beispiel das Licht aus ist, also wenn wieder sowas ist wie Kraftwerk ausschalten und so, dass man dann nämlich an die gesamten gegnerischen Einheiten nämlich irgendwie durchschlüpfen könnte, ohne einen Schuss abzugeben oder so. Weil das wäre schon ziemlich geil. So, Leute. Dann bedanke ich mich schon mal beim Zusehen. Und lasst auf jeden Fall einen positiven Kommentar da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Like wäre auch schön. Und dann sage ich mal, haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.